Hallo, eine Führerstandsmitfahrt durch Fienburg. Noch vor der nochmal ein Durchfahrtsvideo machen. Ist das nicht? Fienburg. Schon Lichtsignaler ist doch auch schon geht durch einen Fahrdienstleiter im Bahnhof gesteuert. Dies ist die Einfahrt aus Braunschweig über Börsum Schladen und ganz links das Gleis aus Halberstadt Wendinger. Rechts im Hintergrund sehen wir das Stellwerk vom ehemaligen Güterbahnhof, heute eine große Spedition. Der rechte Flügel von diesem Reiterstellwerk ist übrigens nie in Betrieb gegangen. Fienburg hatte sehr umfangreiche Gleisanlagen, muss man mal im Internet gucken, das kann ich nicht alles in diesem Video beschreiben. Hier mündet die Strecke aus Wendinger oder Halberstadt ein, führt dann noch eine ganze Zeit lang auf Fienburg zu, rechts geplant oder unser ehemaliger Güterbahnhof. Fienburg hat das älteste erhaltene Empfangsgebäude Deutschlands, liegt ja auch an der ersten deutschen Staatsbahnstrecke Braunschweig-Bad Harzburg. Der Bahnhof besteht heute aus drei Gleisen, das dritte Gleis ist hinzu des Lückenschlusses nach Wendinger Rode entstanden, auf der linken Seite nicht mehr angeschlossen, der nicht mehr angeschlossene Teil des Bahnhofs. Ehemals in Insellage. Hier sehen wir schon die neuen Signale und die alte Signalanlage. Wer genau hinschaut, erkennt jetzt hier gleich das H-Signale der Beifahranlage, denn hier vereinigen bzw. trennen sich die Erix-Triebwagen aus Lin 54, auch in meinen Wolfenbüttel-Videos zu sehen. Nach Bad Harzburg und Goslar. Hier über die Hauptstraße des Ortes, oft geschlossen. Jetzt fahren wir nach links auf Bad Harzburg, während es auf der rechten Seite nach Goslar geht. Über Uecker gibt es auch Videos von mir, auch eine Durchfahrt durch den Bahnhof. Hier vorne links ist ein großer Getreidespeicher. Dort gibt es noch ein Anschlussgleis, in dem die Eisenbahnfreunde ihre Zugkandidatur angestellt haben. Und tschüss.